Leben im Kleinformat, effizient und autark. Heute geht es bei München tut gut um sogenannte Tiny-Häuser. Schön, dass Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch heute wieder mit dabei sind. Ja, wie lebt es sich in so einem Mini-Haus und ist das vielleicht die Wohnform für die Zukunft? Ich will es heute herausfinden und dafür bin ich nach Nandlstadt in den Landkreis Freising gefahren, weil in diesem süßen Häuschen wohnt Dagmar Schaller schon seit ungefähr 2 Jahren und wir schauen uns hier heute mal um. Ja, hallo. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Ja, wir haben es gleich gefunden. Du bist nicht zu übersehen. Ja, genau, das stimmt, obwohl es so klein ist. Obwohl es so genau. Klein ist. Ja, dann komm doch rein. Cool. Schau dich ruhig mal um, in meinem kleinen Reich hier. Mega gemütlich sieht das aus. Größer als von außen auf jeden Fall. Gedacht, so. Auf jeden Fall, das macht natürlich auch die Höhe. Ja, und das Licht. Ja, aber wie es ist definitiv auf jeden Fall die Höhe. Fläche? Mit dem Loft zusammen und dem Anbau habe ich ungefähr 28 Quadratmeter. Wirkt größer. Was hat dich dazu bewegt, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt in so einem Tiny-Haus leben? Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Also der Hauptgrund war eigentlich, ich wollte jetzt nicht unbedingt irgendeinen Nachbarn über mir, unter mir, neben mir haben. Und dann der zweite natürlich, der genauso wichtige Grund war, was kann ich irgendwas bezahlen, abzahlen, was jetzt nicht utopisch in die 200.000, 300.000 Euro geht, dass ich eben nicht in der Rentenzeit meine noch Miete bezahlen muss. Aber so ein kleines Häuschen kostet ja auch ein bisschen was. Das ist wahr, ja genau. Also, wie viel hast du dafür gezahlt also, ungefähr? Gut, allein nur für dieses Haus, also mit den ganzen Möbeln und zusammen habe ich so um die 65.000 bezahlt. Das war dann noch ein Schnäppchenpreis, inzwischen sind die um einiges teurer geworden. Ich darf mal reinschauen, oder? Ja, das ist mein wunderbares Bad. Das Bad? Mhm. Ah, ja. Auch die Dusche ist sehr groß. Also und Fenster war mir auch ganz wichtig, dass da auf jeden Fall ein Fenster drin ist. Gibt es manchmal Momente, wo du sagst, ach, jetzt wäre ein bisschen mehr Platz gut, oder? Nein, gar nicht. In ihrem Tiny House hat Dagmar alles, was sie zum Leben braucht. Auch wenn der Umzug für die 61-Jährige erstmal Verzicht bedeutet hat. Nimm uns mal kurz noch mal mit in die Zeit davor. Wo hast du denn vorher gelebt und wie war das zum Zeitpunkt des Umzuges? Weil du musstest dich ja sicherlich sehr reduzieren. Wie ist man da vorgegangen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da schon, ich hatte vorher ein Haus, dann hatte ich eine große Dreizimmerwohnung, da haben die Kinder ja auch noch bei mir gewohnt. Die sind halt dann alle weg und dann dachte ich mir, ja okay, jetzt brauche ich das nicht mehr. Und dann ging es los mit dem Aussortieren und das war schon, das ging schon so 3 Monate mindestens. Also ich habe dann viel verschenkt, ich bin auf Flohmärkte gegangen. Ja, aber also es war für dich eine bewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, ich will nicht mehr so viel Besitz oder... Ja, also das kam natürlich noch dazu. Ich hatte, klar, wenn man viel Platz hat, hat man auch unheimlich viele Sachen. Mhm. Also das war schon mit auch ein Grund, wo ich gesagt habe, ich möchte gar nicht mehr so viel Zeug haben. Einfach das Unnötige ist weg und man hat nur noch die Dinge, die man gerne mag. Anders als in USA, wo der Trend des minimalistischen Wohnens herkommt, kann man sich in Deutschland mit Tiny Houses nicht überall niederlassen. Doch Dagmar hatte Glück. Eine Freundin hat ihr ein paar Quadratmeter Grundstück verpachtet. Und auch eine Baugenehmigung musste her. Wenn man jetzt mal ein Grundstück gefunden hat, dann ist das ja schon mal die halbe Miete. Dann muss ja aber auch nach deutschem Recht ein Anschluss da sein, oder? Also quasi, dass du Strom, Abwasser und alles genau, also hast. Gerade beim Erstwohnsitz ist es Pflicht, Abwasser- und Wasseranschluss zu haben. Also das muss man einfach auf einem Baugrundstück haben. Stromanschluss dann muss nicht sein, aber den habe ich auch. Aber da möchte ich auf jeden Fall nächstes Jahr mir irgendwas mit einer Solaranlage zulegen, dass ich da ein bisschen sparen kann, weil ich ja auch mit Strom heize. Ah, okay. Ja, das heißt, ganz autark bist du in dem Fall so nicht? Gar nicht. Gar nicht, okay. Nicht wirklich, genau. Aber möchtest in Zukunft da noch mehr machen? Zumindest auf jeden Fall Solar, weil eben der Strom doch sehr teuer ist. Was bedeutet für dich dieses kleine Haus? Warum könntest du es dir vielleicht nicht mehr anders vorstellen? Also es ist auf jeden Fall ein Stück Freiheit. Auf jeden Fall. Man ist aufgeräumt, man hat nicht mehr so viele Dinge. Man hat nur noch Dinge, die einem wirklich am Herzen liegen. Es ist gemütlich,
Und ich möchte es nicht missen. Also ich finde es wirklich eine ganz tolle Art zu leben. Ja, und ob dieses schöne Lebensgefühl auch eine Option für die Großstadt sein kann, das will ich herausfinden. Nach einer ganz kurzen Pause geht's weiter. Bleiben Sie dran. Und damit willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu München tut gut. Vom Landkreis Freising zurück nach München, genauer nach Pasing, weil auch hier überlegt man sich, wie man in Zukunft ungenutzte Fläche und damit guten Wohnraum mit Tiny-Häusern füllen kann. Felicia Rief und ihr Freund Jonas Bischofberger haben vor 2 Jahren gemeinsam mit einem befreundeten Pärchen das Projekt Tiny Pop-up München ins Leben gerufen. Seitdem stehen auf einer Gleisinsel in Pasing 2 Vorzeige-Tiny-Häuser. Ihr Ziel, das innovative und ökologische Wohnkonzept bekannter machen. In diesen XS-Häuschen wäre sogar ein völlig autarkes Leben möglich. Eine offizielle Genehmigung für ihr Tiny-House haben Felicia und Jonas aber noch nicht. Deshalb dürfen sie auch nicht fest darin wohnen. Wir machen es halt sehr, sehr öffentlich. Wir machen halt Flucht nach vorne und sagen, hey, hier muss ich politisch noch was tun. Die Genehmigungskosten oder der Genehmigungsaufwand passt nicht mit dem Preis des Hauses zusammen, wenn die Genehmigung den Preis des Hauses übersteigt. Und wir wollen eben die Vorteile für die Politik und für die Verwaltung hier aufzeigen und machen halt letztendlich, ja, in dem Sinne eigentlich Pionierarbeit, weil es es so noch nicht gab bisher in München. Wo seht ihr denn die Vorteile, die ihr aufzeigen wollt? Also, wer München kennt, denkt sich, boah, nee, also Tiny Houses ist ja total Quatsch, weil damit kann man nicht in die Höhe gehen. Ja? Und dann sagen wir, ja, es soll natürlich nicht das Hochhaus ersetzen, weil kleine Innenstadt, wenn du in die Höhe bauen kannst, sollst du das natürlich. Ja? Mhm. Viel bezahlen Wohnraum für viele Leute. Aber wenn du dir München halt genauer anschaust, Pasing, Obermenzing, Untermenzing, Trudering, Harlaching, ja, das sind alles Einfamilienhausgebiete und dort gibt es sehr viele große Gärten, die ungenutzt sind. Und eben Industriebrachen, die im Mischgebiet zum Beispiel sind, ungenutzte Grundstücke, die leer stehen. Und wir haben uns da die Karte einfach mal genau angeschaut, radeln München auch regelmäßig ab und müssen halt mittlerweile sagen, Tiny Houses als ökologische Lückenfüller ohne Bodenversiegelung haben dort einfach Potenzial. Nicht als die Lösung, was bezahlbaren Wohnraum angeht, sondern als ein Potpourri. Wenn du sagst, das sind noch so viele bürokratische Hürden und die Genehmigungen sind sehr teuer, mit was muss man denn da so rechnen in der Stadt München? Wenn du sagst, es überschreitet eigentlich dann wiederum den Wert des Hauses. Ja, also wir wissen es jetzt nicht ganz genau, was es kostet, aber es ist von Gemeinde zu verschieden. Also die Fälle, die wir bisher mitbekommen haben, so um München rum auch, sind, dass du bei 20.000 bis 50.000 Euro bei der Genehmigung bist, ja, und für unser Haus haben wir jetzt in Materialkosten 30.000. Das heißt, da passt halt was nicht zusammen. Felicia und Jonas wollen weiter für die Unterstützung der Stadt bei Tiny-Häusern kämpfen. Und bis dahin betreiben sie einfach weiter Aufklärungsarbeit. Uns geht es auch darum, Nachhaltigkeitsthemen erlebbar zu machen, ja, wie Stromproduktion, die eigene Stromproduktion, dieses Kreislaufdenken, das urbane Gärtnern, ja, einfach auch zu ein bisschen zu fragen, mit wie viel sind wir zufrieden, was brauchen wir wirklich? Die Stadt wächst und wächst, heißt, wir brauchen neuen Wohnraum. Ich will wissen, inwiefern sind Tiny-Häuser in dem Plan für Münchens Stadtentwicklung enthalten? Die Baureferentin zeigt sich aufgeschlossen, wenn auch vorsichtig. Das Tiny House ist, glaube ich, ein guter Versuch, auf ganz wenig Platz gut und sinnvoll nachhaltig zu leben. Gleichzeitig muss man aber sagen, für die Wohnungsbauproblematik in so einer Großstadt wie München ist das Tiny House nicht wirklich die Lösung, weil wir brauchen ja auch für Tiny Häuser einfach Bauland, wir brauchen gute Erschließung und all die Rahmenbedingungen. Und dann ist so klein das Tiny House, ist eine Wohnung auf diesen Quadratmetern einfach schlichtweg zu wenig. Ich glaube aber, dass das Tiny House eine interessante Wohnform ist, gerade wenn man vielleicht auch ins Münchner Umland und die Region schaut. Denn Einfamilienhäuser, die ja ein sehr beliebter Wohntypus nach wie vor sind, verbrauchen viel zu viel Platz. Und da kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle so ein Tiny House einfach ein guter Beitrag sein.
Aber wären solche Tiny Häuser nicht auch eine Möglichkeit, eben nicht neues Bauland oder Baugrund zu füllen, sondern die Lücken, die irgendwo drumherum entstehen, wo man sowieso kein Haus mehr bauen kann oder wo vielleicht sonst keiner bauen will? Ja, ich glaube tatsächlich, es sind Sonderformen und es gibt immer wieder mal vielleicht sehr, sehr kleine Grundstücke, wo das eine Lösung sein kann. Andererseits muss man sagen, wollen wir ja auch die Vorgärten und die rückwärtigen grünen Höfe erhalten, sodass ich jetzt auch vorsichtig bin, wie Sie merken, und nicht sagen würde, wir bauen jetzt in jedem grünen Hof ein Tiny House. Also ich glaube, das wäre auch nicht sinnvoll und vor allen Dingen ist der Brandschutz eine Frage. Es ist dann oft auch eine Frage, beliebte Flächen sind ja vielleicht entlang der Bahn, ja, da kann man sagen, naja, da ist der Lärm ein Thema und das dürfen wir auch so nicht einfach zulassen. Also es gibt leider, wie halt so oft, juristisch einige Hürden, aber wir haben auch schon mal ein Tiny House genehmigt. Wir haben auch, glaube ich, 2, 3 Anträge auf dem Tisch und ich kann schon versprechen, dass es wir großzügig prüfen. Ein richtiges Konzept gibt es für die Tiny-Häuser also noch nicht. Aber ich glaube, der Trend wird sich auch in Zukunft weiter fortsetzen. Dagmar Schaller hat ihre Genehmigung vom Landratsamt Freising bekommen. Sie kann es sich also schon mal richtig gemütlich machen und das Leben im Kleinformat so richtig genießen. Glücklich sein bedeutet nicht von allem das Beste zu haben, sondern aus allem das Beste zu machen. Ich finde, dieser Satz fasst alles nochmal ganz gut zusammen, weil das Tiny House von Dagmar Schaller ist meiner Meinung nach ein sehr schönes Beispiel dafür, dass weniger manchmal mehr sein kann. Danke, dass Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, diese Woche wieder mit dabei waren. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge von München tut gut.